begrüße euch ganz herzlich zur heutigen Stunde. Der Baloo schaut auch zu aus dem Couchsessel. Der Kater, genau. Schön, dass ihr wieder alle da seid. Wir haben eine sehr spannende Stunde heute vor uns. Spannende 90 Minuten. Und zwar haben wir ja beim letzten Mal schon von den Chakren gehört oder Chakras. Chakra, Chakren. Und wir werden das Wissen heute noch ein bisschen vertiefen. Am Anfang werde ich nur mal kurz die wichtigsten Chakren wiederholen. Du kannst entweder jetzt in einem Kreuzsitz sitzen. Ich werde noch kurz was zum Kreuzsitz sagen. Es gibt nämlich insgesamt 3 verschiedene Sitze, über die ihr vielleicht jetzt immer wieder gestolpert seid. Der erste ist der Schneidersitz. Da sind die Knie in der Luft. Dann gibt's noch den nächsten. Da sind beide Knie am Boden. Die 2 Füße sind genau, jeweils einer hinten, einer vorne. Und der eignet sich auch sehr gut, Muktasana, zum Unterpolstern noch vom Gesäß. Und der letzte Siddhasana. Für diesen Sitz kann man dann entweder den linken oder den rechten Fuß nehmen und am Oberschenkel noch ablegen. Schaut, was für euch heute angenehm ist. Der letzte mit dem Fuß am Oberschenkel ist auch energetisch sehr wirkungsvoll. Aber wenn das noch nicht möglich ist, dann unterpolstert es euch am besten so, dass es angenehm ist. Gut, die Chakras. Und zwar beginnen wir wieder ganz unten. Das unterste Chakra ist auf der Höhe vom Steißbein. Jetzt nur mal zur Wiederholung. Muladhara Chakra, das Erdelement. Ich werde euch heute nur die Farbe dazu sagen, die müsst ihr euch jetzt nicht gleich merken, aber das werden wir jetzt über die nächsten Stunden immer wieder wiederholen. Die Farbe vom Muladhara Chakra ist gelb, ockergelb. Ein bisschen weiter oben haben wir dann Svadhisthana Chakra, das Wasserelement. Chakra für die Sexualität und die Farbe vom Svadhisthana Chakra ist weiß. Wieder etwas weiter oben, das ist jetzt ungefähr Bauchnabelhöhe, Manipura Chakra, Farbe orange, dort sitzt das Feuer und die Motivation, dass man für etwas brennt. Etwas weiter dann noch oben, auf der Höhe des Herzens, hinten allerdings, ist das Anahata Chakra, Herzchakra, Farbe blau. Dann noch weiter oben auf der Höhe der Kehle, das Chakra der großen Reinheit, Vishuddha Chakra. Farbe violett, steht für die Kommunikationsfähigkeit. Und dann Mitte des Kopfs, ungefähr, oder die Mitte der Stirn, Ania Chakra, Farbe weiß. Ungefähr in der Mitte da bei der Stirn. Und ganz oben am Scheitel haben wir noch Sahasrara Chakra, das Kronenchakra, das sich dann öffnet nach oben hin im Idealfall. Und wir dann die Erleuchtung durch unseren Körper geistern spüren. Und diese 7 Chakras werden wir heute in den jeweiligen Asanas einmal erspüren versuchen. Das ist jeweils eine Konzentrationsübung, die heute verbunden ist mit der Asana. Und von daher werden wir auch die einzelnen Stellungen etwas länger halten. Gut,
So viel jetzt einmal am Anfang. Komm einmal in die Rückenentspannungslage, wenn du nicht schon dort bist. Die Füße mattenbreit und lege den ganzen Rücken schön gleichmäßig hinten ab auf der Matte. Dreh dann die Handflächen nach oben und zieh das Kinn leicht zur Brust. Tiefe Bauchatmung, Pranayama jetzt zu Beginn. Einatmen, Bauch hinaus, 3 bis 4 Sekunden. Und ausatmen, Bauch hinein. Spür, was jetzt da ist im Geist. Was den Geist jetzt vielleicht nur beschäftigt. Und dann versuch mit der nächsten Ausatmung zu entspannen, den Geist, die Gedanken loszulassen. Und wieder einatmen und ausatmen, entspannen, den Gedanken ziehen lassen. Und so Gedanke für Gedanke ausatmen und entspannen. Bitte dann den Geist darum, für die Dauer der Einheit ganz ruhig zu sein. Und lenke dann die Aufmerksamkeit nach ganz unten in den linken Fuß. Spüre die Zehen und entspanne, lasse locker. Als nächstes Aufmerksamkeit in den rechten Fuß. Und ausatmen, entspannen. Komm an der Vorderseite der Beine mit der Wahrnehmung über die Knie und Oberschenkel nach oben zum Becken. Atme aus und entspanne. Und wandere dann auf der Seite des Oberkörpers über die Taille nach oben bis zur Höhe der Brust. Und dann weiter zu den Schultern. Atme aus, entspanne den Rücken. Spür in beide Hände gleichzeitig und atme aus, wandere über Unterarme, Oberarme hinauf zu den Schultern. Komme dann über den Hals nach oben zum Kopf. Lass das Kiefer locker. Entspanne Mund, Zunge, Nase, Augen, Stirn, Scheitel. Nimm jetzt einen ganz entspannten Körper wahr. Bring dann langsam Bewegung in den ganzen Körper, die Füße, in die Beine, ins Becken, in den Rücken, in die Hände, Finger und Arme. Und komm dann nach oben, entweder über das Knie oder über die Seite. Richte dich auf und komme in einen angenehmen Sitz.
oder in den Fersensitz, Virasana. Wir beginnen dann heute mit den Augenübungen. Und vorher noch singen wir gemeinsam dreimal um. Schultern entspannt, Wirbelsäule aufrecht, ganz gerade. Om. 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 Und halte die Augen geschlossen oder schließe die Augen jetzt. Wir kommen zu den Augenübungen. Atme ein, bring dann den Blick so weit nach oben, wie es angenehm ist. Und atme aus, Blick nach unten so weit wie möglich und angenehm. Blick als nächstes nach rechts hinüber, so weit wie möglich. Schau, dass der Kopf gerade bleibt und ausatmen nach links hinüber. Beginne mit dem Augenkreisen. In großen Kreisen, entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn, je nachdem, was angenehmer ist. Beginne mit großen Kreisen, lass den Kopf entspannt. Große Kreise, die sich jetzt langsam zum Unendlichzeichen verändern. Die liegende Acht, wir kreuzen bei der Nase. Dann atme aus, entspanne. Hebe dann die rechte Hand ausgestreckt. Schließe das linke Auge und fokussiere den rechten Daumen jetzt. Bewegung als nächstes nach rechts hinüber, ganz langsam. Fokus auf Daumen und gleichzeitig nimm die Bewegung des Hintergrunds jetzt war, der sich noch links bewegt. Daumen und Hintergrund sehen. Zurück zur Mitte, etwas schneller. In der Mitte entweder auch die Hand wechseln oder nur das Auge wechseln. Linkes Auge, linker Daumen. Und jetzt Bewegung nach links hinüber, langsam Daumen fokussieren und gleichzeitig den Hintergrund wahrnehmen. Und zurück etwas schneller, Daumen und Hintergrund wahrnehmen. Ausatmen und ablegen. Wir palmieren die Augen, Hände aneinander reiben. Und dann den Kopf leicht nach hinten legen, wenn es keine Probleme mit der Halswirbelsäule gibt. Ansonsten Kopf gerade lassen. Und die Hände kurz entspannen. Schau, dass du die Finger ablegst, die Schultern locker lässt. Zwei tiefe Atemzüge. Und dann atme aus. Wir kommen als nächstes zur Atemübung Kapalabhati, Feueratmung. Aufrechter Sitz. Und zwar machen wir heute 40, 60, 60 Ausatmungen.
Schau als nächstes, dass du mal die Schulterblätter nach hinten und unten ziehst. Dadurch sollte dann den Brustkorb sich nach oben noch wölben. Das heißt, die Hände liegen nicht mehr auf den Knien, sondern leicht auf den Oberschenkeln. Daumen und Zeigefinger berühren sich. Und versuche in der Feueratmung die Schultern so unbewegt wie möglich zu lassen. Und überhaupt nur mit dem Bauch die Bewegung auszuführen. Atme dann als nächstes tief und vollständig ein. Und tief und vollständig ausatmen. Lungen vollständig entleeren. Atme bequem ein und beginne aus, 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 ausatmen, Bauch nach innen ziehen, leicht nach vorne lehnen, Uddiyana Bandha, mit leeren Lungen Bauch einziehen, dann einatmen, Bauch hinaus, aufrichten und nochmal tief und vollständig ausatmen. Atme bequem ein und halte den Atem an. Fokus auf das Sonnengeflecht, auf den Bauch. Spür zum Bauch hin. Es ist der Bereich, der sich als erstes mit Energie, mit Prana füllt. Vielleicht nimmst du Wärme wahr. Atme dann aus, langsam und gleichmäßig. Und atme wieder tief und vollständig ein, bereit für die zweite Runde. Und tief und vollständig ausatmen, Lungen ganz entleeren. Atme bequem ein. Wir werden schneller und aus, 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 atmen tief und vollständig ausatmen. Nach vorne abstützen, Bauchnabel hineinziehen, Atem kurz halten. Dann einatmen, Bauch hinaus. Du kannst hier schon die Luft anhalten, wenn du magst, oder du atmest nur mit tief und vollständig aus. Und dann bequem ein, Bauch hinaus, Brustkorb hinaus. Halte den Atem an. Konzentration auf Svadhisthana Manipura Chakra, Höhe des Kreuzbeins.
Fokussiere diesen Punkt und stelle dir vor, die Energie strömt jetzt vom Bauch zum Manipura Chakra. Halte nur so lange wie angenehm. Atme aus. Zur dritten und letzten Runde. Dieses Mal schnell. Atme tief und vollständig ein. Und atme vollständig aus. Atme bequem ein. Und beginne aus, 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 atmen, Bauch einziehen. Du kannst hier länger halten, wenn du magst, und später einsteigen. Dann Bauch hinaus. Lungen füllen sich. Halte den Atem hier an. Bleibe entspannt und stell dir jetzt vor, die Energie steigt über die Wirbelsäule nach oben, über die Shushumna und strahlt am Schädel jetzt in alle Richtungen aus. Stell dir das vor. Energie nach oben dehnt sich aus, zur Seite und spür das Pulsieren nach vorne und hinten. Und atme aus. Komme dann langsam nach oben. Richten uns mal auf. Als erstes auf die Füße. Spür intensiv in die Füße hinein. Dann Becken nach oben bringen. Und richte dich in deiner Weise auf. Komm dann zum vorderen Teil der Matte für den Sonnengruß. Und ein zur Seite, ausatmen, ein nach oben, aus nach vorne, rechts nach hinten, Knie auf die Matte, Blick nach vor. Halten in den Stütz. Aus auf die Matte. Einatmen, Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Beine beugen, nur die Zehen sind auf der Matte. Mobilisiere die Rückseite der Beine. Indem du eine Ferse nach der anderen nach hinten bringst. Einatmen, rechtes Bein, Blick nach vor, auf die Fingerspitzen aufrichten. Und ausatmen, auf die Handflächen kommen, linkes Bein nach vorne, Kopf ganz locker. Einatmen nach oben, ausatmen seitlich. Und einatmen, schau, dass die Arme in einer geraden Linie nach oben kommen.
Ausatmen, Hände vor die Brust. Einatmen nach oben, ausatmen nach vorne. Links nach hinten. Richte dich auf den Fingerspitzen. Blick nach vorne. Halten in den Stütz. Ausatmen auf die Matte. Rein zur Kobra. Aus, herabschauender Hund. Linkes Bein nach vorne. Auf die Fingerspitzen. Und ausatmen, rechter Fuß dazu. Ein nach oben, aus zur Seite und ein, gerade Linie nach oben kommen. Hände berühren sich, ausatmen, Hände vor die Brust. Wir machen jetzt den Sonnengruß mit Affirmationen. Das kann jeder in seiner Geschwindigkeit üben. Ansonsten kommt mit mir und ein, ich öffne mich, aus, ich verneige mich, rechts, ich blicke zuversichtlich nach vorne, stütz, ich habe Unterstützung, ausatmen, ich bin geborgen, einatmen, Kobra, ich öffne mich. Und ich schaue auch auf mich. Rechts nach vorne. Ich schaue zuversichtlich nach vorne. Links. Ich verneige mich. Ein. Ich öffne mich. Und ausatmen. Ich bin ganz entspannt. Ein. Und aus. Ich öffne mich, ich verneige mich, links nach hinten, ich blicke zuversichtlich nach vorne. Ich habe Unterstützung, ich bin geborgen, ich öffne mich, ich schaue auf mich. Links, ich blicke zuversichtlich nach vorne. Und rechts, ich habe Halt. Ich öffne mich. Ich bin ganz entspannt. Ein- und ausatmen. Die nächsten zwei Runden frei gestalten in der jeweiligen Geschwindigkeit. Aus nach vorne, rechts nach hinten, halten Stütz, aus, ein, aus, rechts und links, ein, aus, ein, Namaste, ein, aus nach vorne, links, halten, aus, ein, Kobra, aus, links und rechts, ein, aus, ein, aus, Namaste. Wir treffen uns im Namaste. Wenn du noch deine Runde fertig machen musst, lass dir Zeit. Und komme dann langsam in deiner Zeit nach unten auf die Matte. Setz das Gesäß unten ab. Wir kommen in den Vierfüßler. Nur kurz zur Erinnerung. Und zwar werden wir uns jetzt auf das jeweilige Chakra konzentrieren. Die erste Asana, die wir jetzt gemeinsam machen, ist Shirshasana, der Kopfstand, beziehungsweise wenn du Probleme mit der Halswirbelsäule hast oder den Kopfstand nicht machen magst, dann mach den Hund. Wichtig
im Kopfstand konzentriere dich auf Ajna Chakra, Mitte der Stirn, und Sahasrara Chakra, oben am Scheitel. Im herabschauenden Hund Konzentration auf den Punkt zwischen den Augenbrauen. Wir werden die jeweilige Stellung heute ein bisschen länger halten. Das heißt, volle Konzentration auf den jeweiligen Punkt. Ich werde als erstes den Einstieg zum Kopfstand ansagen. Du kannst schon in den herabschauenden Hund kommen. Kopfstand. Greif mit den Händen zu den Ellbogen und schau, dass die Ellbogen möglichst unbewegt bleiben, wenn du es jetzt ablegst. Dann die Hände berühren sich und schau, dass dieses Dreieck jetzt stabil ist. Dann als nächstes lege den Kopf unten ab und schau, dass du im Kopfstand sehr stark über diese Basis arbeitest, das heißt über die Unterarme. Nur sehr wenig Gewicht liegt im Kopfstand, letzten Endes dann auf dem Kopf. Du kannst die Hände, die Finger noch herandrücken zum Hinterkopf und dann drück die Unterarme fest in die Matte. Als nächstes einatmen, auf die Zehenspitzen kommen und so weit heranlaufen, wie es möglich ist. Dann entweder den rechten Fuß einmal nach oben bringen und den linken Fuß nach oben bringen. Schau, dass du nur so weit gehst im Kopfstand, wo es wirklich möglich ist. Sobald du spürst, dass es unangenehm ist, dann komm bitte aus der Stellung und komm zum Hund. Oder taste dich langsam heran. Bring mal beide Füße, beide Beine nach oben. Du musst die Beine nicht gleich in einem bis ganz nach oben durchstrecken. Aber wenn es möglich ist, komm Schritt für Schritt nach oben. Bleibe jetzt, wenn du im Kopfstand stehst, in dieser Stellung. Konzentration auf den Punkt zwischen den Augenbrauen oder ganz am Scheitel. Ansonsten komm zum Hund. Umkehrstellung. Und spür in die Handballen, in die Schultern. Und versuche dann, Bereiche locker zu lassen. Das Gesicht ist entspannt im herabschauenden Hund. Blick ungefähr zu den Zehen oder zur Mitte der Matte. Schau, was für dich angenehmer ist. Beine leicht gebeugt oder ganz durchgestreckt. Und atme tief. Konzentration auf den Punkt zwischen den Augenbrauen. Wir halten 7 bis 10 Atemzüge lang. Atme tief in den Bauch ein und wieder aus. Fokus weiter auf den Punkt zwischen den Augenbrauen. Ajna Chakra, Sitz der Intuition. Farbe weiß. Konzentriere dich auf die Atmung, wenn es in irgendeinem Bereich unangenehm ist, Fokus auf die Atmung. Zurück zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Dann lege langsam ab, bring die Knie nach unten.
Wenn der Kopfstand noch etwas länger halten mag, kann er noch etwas länger in der Stellung bleiben. Es folgt die Stellung des Kindes. Schultern locker lassen. Dann richte dich langsam auf mit einem geraden Rücken. Unterstütze dich mit den Händen und wandere dann mit den Füßen nach vorne. Die nächste Stellung ist jetzt der Schulterstand, Savangasana. Und im Schulterstand konzentriere dich ganz auf Vishuddha Chakra, das Chakra bei der Kehle. Bringe mal die Beine nach oben für den unterstützten Schulterstand, gib die Hände unter das Gesäß oder komm weiter nach oben in den halben Schulterstand. Wo Rücken und Beine noch nicht eine Linie formen, sondern wo wir leicht schräg sind und die Füße über uns sehen. Savangasana. Sarva, alle. Asana, what? Anga, Teil, alle Teile. Das ist der Schulterstand. Steht dafür, dass du alle Teile in deinem Leben miteinander verbinden kannst. Ganzheit. Und konzentriere dich auf den Bereich der Kehle. Schau, dass du die Zehen entspannt hältst. Und versuche, so ruhig wie möglich zu sein in der Asana. Dann atme langsam aus. Bringe die Knie zur Stirn. Wir kommen weiter zum Pflug. Beine ausstrecken. Wenn es in irgendeiner Stellung unangenehm ist, kannst du jederzeit herausrollen. Im Pflug zeige ich nur kurz vor, wie der Rücken sein kann. Und zwar Halasana. Wenn du da die Füße nicht abstimmen kannst am Boden, dann nimm da ein Polster oder eine Decke und unterstützt dich da. Das heißt, in diesem Fall ist wahrscheinlich der Rücken, so wie bei mir jetzt, schräg und nicht aufgerichtet. Wenn du jetzt den Pflug schon oft praktiziert hast, kannst du versuchen, eben mit dem Rücken in die Aufrichtung zu kommen. Das heißt, Bauchnabel nach oben schieben und versuch dann das Kinn heranzuziehen, so dass die Brust immer näher kommt. Und dann wird es so sein, dass das Kreuzbein sehr stark von dir wegdrückt. Das heißt, versuche dich dann noch aufzurichten auf den Zehenspitzen und drück dann noch mit den Zehenspitzen das Gesäß von dir weg, um in einen möglichst geraden und aufrechten Rücken zu kommen. Wenn du nur in Halasana jetzt einmal nur Erfahrung sammeln muss, dann ist es kein Problem, wenn der Rücken jetzt am Anfang nur schräg ist. Und jetzt Halasana, der Pflug steht dafür,
dass du Veränderungen in deinem Leben herbeiführen kannst und auch das Ergebnis abwarten kannst. Du bestellst sozusagen das Feld des Lebens und fokussiere dich im Flug auf den Bereich der Kehle, Vishuddha und Ania, ein Punkt zwischen den Augenbrauen. Bleibe 4 bis 5 Atemzüge im Flug, möglichst unbewegt, egal wie der Rücken jetzt gerade ist. Weiter Konzentration auf den Punkt zwischen den Augenbrauen, Ania Chakra. Om. 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 Dann löse langsam. Lege die Bereiche des Rückens jetzt langsam und achtsam auf der Matte ab. Setz dann die Füße ab. Lass die Knie locker zueinander fallen. In der nächsten Stellung, das ist heute der Fisch, die 4. Stellung der Grundreihe. Wir machen heute die Grundreihe einmal durch, der Fisch. Streck dann die Beine aus. Und bereite dich vor für Matsyasana, den Fisch. In dieser Stellung kannst du ganz intensiv spüren zum Anahata Chakra, Mitte der Brust. Anahata Chakra, Farbe Blau, wenn du gut bist, dass du dir Farben gleichzeitig vorstellst, kannst du dir die Farbe Blau vorstellen. Als nächstes die Hände unter das Gesäß geben, eine Hand nach der anderen. Die großen Zehen berühren sich und dann als nächstes atme ein, Oberkörper aufrichten, die großen Zehen berühren sich zur Schwanzflosse des Fischs. Und dann ausatmen, den Brustkorb schön nach oben öffnen. Und da entsteht dieser Raum. Und dann lege die Stirn nur ganz locker hinten ab. Wieder 5 bis 10 tiefe Atemzüge. Konzentration auf den Punkt in der Mitte der Brust, Ania Chakra. Spür zu diesem Bereich hin. Anahata Chakra, Entschuldigung, Anahata, das Herz. Versuche noch Weite zu schaffen im Brustkorb, indem du die Schulterblätter leicht zusammendrückst
Brustkorb noch nach oben weitest. Du kannst jederzeit aus der Stellung kommen. Einatmen, Kopf in Richtung Füße und ausatmen, langsam den Rücken, die Schultern, die Arme ablegen. Bring die Handflächen nach oben, lass die Füße locker nach außen fallen und spüre kurz den Fisch. Und dein Anahata-Chakra, dein Herz pulsieren. Wenn du nichts von den Chakren spürst, ist es vollkommen okay. Im nächsten Schritt komm langsam nach oben über das Knie oder auch über eine leichte Rückenrolle, wenn du das Gefühl hast, du magst jetzt ein bisschen aufwecken und mobilisieren. Komm nach oben. Paschimottanasana, die Vorwärtsbeuge. Und die Vorwärtsbeuge spricht die untersten drei Chakras an. Also das ist ganz unten beim Balu, beim Steißbein, Beckenbodenbereich, Muladhara. Dann etwas drüber, Svadhisthana, Manipura Chakra. Und dann noch ganz oben Ania, die Stirn. Kannst du jetzt einen Bereich aussuchen, auf den du dich konzentrierst. Entweder die Stirn oder ganz unten Beckenboden, Kreuzbeinbereich. Vielleicht magst du dich noch mit einer Decke unter dem Gesäß unterstützen, wenn du das Gefühl hast, es ist schwierig im Rücken aufrecht zu bleiben. Wir kommen in die Vorwärtsbeuge. Aufrechter Rücken, Hände seitlich zum Stock. Drück dich nach oben und zieh dann das Kinn leicht heran. Und als nächstes atme ein, bring die Arme seitlich nach oben und ausatmen, langsam nach vorne fallen lassen. Schau jetzt, wo dein Kopf ist, dass der Kopf nicht zu weit im Nacken ist, aber auch nicht zu weit nach vorne geneigt. Zieh dann die Schultern weg von den Ohren. Wenn du magst, kannst du die Zehen noch heranziehen. Dann dehnst du gleichzeitig nur die Wadenmuskulatur. Und dann versuche, jetzt in dieser Stellung möglichst bewegungslos zu werden. Spüre nur noch die Atmung, die jetzt sanft fließt. Entspanne das Gesicht. Und richte jetzt die ganze Aufmerksamkeit nach unten zum Beckenboden. Beckenboden. Kreuzbein.
Kreuzbein. Und spür dann hinauf zur Stirn. Ajna Chakra. Und spür wieder zum Beckenboden. Muladhara. Kreuzbein. Manipura. Ajna Chakra, Mitte der Stirn. Such dir jetzt nur einen Punkt aus. Konzentration, noch drei weitere Atemzüge. Auf Beckenboden ganz unten. Kreuzbein oder Stirn, Mitte der Stirn. Bleibe entspannt, atme entspannt. Und dann löse so langsam, wie es dir möglich ist. Mal langsam, so dass die Bewegung fast nicht spürbar ist. Bis der Rücken wieder ganz aufrecht ist. Die Vorwärtsbeuge. Eine sehr machtvolle Asana, speziell bei längerem Halten. Als nächstes folgt die Cobra. Bring die Füße mal zwischen die Hände, entweder über den L-Sit nach vorne, mit den Füßen nach hinten, oder in der konservativen Form mit durchsteigen. Komm so in die Bauchentspannungslage, bring die Hände über den Kopf und atme einige Atemzüge tief ein und aus. Es kommt als nächstes die sechste Asana, und zwar die Cobra Bhujangasana. Die Cobra aktiviert den oberen Bereich der Chakren, und zwar Anahata, das Herz, Vishuddha, die Kehle, und Ajna Chakra, Stirnchakra. Bring die Hände unter die Schultern und die Füße im Vollspann auf die Matte. Magst du aussehen, Kota? Und dann als nächstes, nur mit der Kraft jetzt der Rückenmuskulatur, richte dich auf. Zieh dann die Schultern weg von den Ohren und gib die Ellbogen ganz nah heran. Als nächstes versuch nur die Beine möglichst entspannt zu halten, sodass du die Beine locker von links nach rechts geben kannst. Eine möglichst stabile Cobra, die du jetzt einige Atemzüge lang halten kannst.
Wenn es nicht möglich ist, dich so weit aufzurichten, dann bleib weiter unten. Mach es einfach ganz schonend. Es reicht, wenn du dich ganz leicht aufrichtest zur Kobra. Und wer mag, kann die Schulterblätter nur leicht zueinander ziehen für die Öffnung im Brustraum. Komm als nächstes zur Atmung. Atme tief ein und aus. Entspanne das Gesicht. Und find dann die Entspannung, auch während der Anspannung. Konzentration auf das Anahata Chakra, Mitte der Brust. Dann spür weiter nach oben zur Kehle, Vishuddha Chakra, Farbe Violett. Und Ania Chakra, Mitte der Stirn. Bleibe dann bei Vishuddha, der Kehle, nur einige Atemzüge. Spür zur Kehle hin. Und so langsam wie möglich lege ab, komme in die Bauchentspannungslage. Hände über den Kopf, Kopf seitlich. Oder so wie es gerade angenehm ist, mit Kopf und Händen. Wir kommen jetzt zu einer sehr weiteren, sehr machtvollen Stellung, und zwar ist es die Heuschrecke Nummer 7, Shalabhasana. Und die Heuschrecke ist deswegen so großartig, weil sie die Shushumna, das haben wir ja das letzte Mal gehört, das ist die feinstoffliche Wirbelsäule, der große Energiekanal in der Mitte des Rückens. Und die Shushumna wird mit der Heuschrecke geöffnet. Und das versuchen wir mal zu erspüren. Außerdem, Vishuddha Chakra wird auch geöffnet, wenn wir den Kopf jetzt auf dem Kinn ablegen. Gib mal die Hände nach hinten. Unter das Becken, komm zur Heuschrecke. Leg dann das Kinn ab oder, wenn das unangenehm ist, im Bereich des Gesichts, wo es möglich ist. Versuche dann als nächstes, alles so gut es möglich ist, zu entspannen. Und hebe dann beide Beine so weit, wie es möglich ist. Konzentration zur Wirbelsäule. Shushumna. Spür zum Kreuzbein und weiter nach oben. Brustwirbelsäule. Und ausatmen, lege langsam ab. Die Heuschrecke so lange zu halten ist natürlich sehr intensiv. Aber versuche einfach, so wie es für dich möglich ist, das so anzupassen, dass es für dich passt. Und einatmen, beide Beine nach oben. Du kannst auch versuchen, einmal die Heuschrecke mit den Beinen angewinkelt. Vielleicht kannst du dann die Stellung dann länger zu halten.
und spüre zum Kreuzbein hin. Und von dort geh dann in deiner Vorstellung über die Wirbelsäule nach oben. Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, bis hinauf zur Kehle. Halte nur so lange wie angenehm. Und spür noch einmal zum unteren Ende, Kreuzbein, Manipura. Und weiter nach oben, Anahata, Herz und Vishuddha. Und dann leg in deiner Zeit ab oder du bist natürlich eingeladen, länger zu halten, wenn du das Gefühl hast, ich kann die Shushumna spüren, dann halt, solange es angenehm ist. Es ist eine wohlige Wärme, kann man vielleicht sagen, die aufsteigt über die Wirbelsäule. Manche nehmen das als Licht wahr. Du nimmst das als Licht wahr, Balu. Mhm. So, lass dich kurz aus. Die kurze Rückbauch-Entspannungslage. Und dann. So, komm. Schwupps. Kommen wir schon weiter. Zu einer Stellung, die wir auch schon kennen, und das ist der Bogen, Dhanurasana. Und der ist auch natürlich energetisch sehr interessant. Er verbindet die Chakren Manipura, Höhe des Kreuzbeins, und dann weiter nach oben, Anahata, Herz, Vishuddha, Kehle und Ania, ganz oben Stirn. Schau mal, ob du den vollen Bogen halt ununterstützt machst oder ob du lieber nur eine Decke nimmst und zur Decke dann über die Decke zu deinen Fußgelenken kommst. Ansonsten greif zu den Fußgelenken und richte dich auf. Den Bogen machen wir heute auch nur so weit, dass wir ihn länger halten können. Das heißt, nicht die Beine, die Füße ganz nach hinten drücken und stark in die Schulteröffnung gehen. Also wenn du so lange halten kannst, natürlich gerne, aber bleib im Bogen in einer Variante, die du jetzt halten kannst. Und spüre hin, entspanne die Schultern. Und das Gesicht. Entspüre dann zum Anahata Chakra, Herzchakra, und weiter nach oben Kehlchakra, Vishuddha. Noch etwas weiter oben, Stirn. Halte nur so lang wie angenehm, der Bogen ist. Ich hoffe, ihr könnt das alle so lange entspannt halten. Ansonsten bleibt es kurz in der Bauchentspannungslage. Es geht gleich weiter. Dhanurasana, der Bogen. Nummer 8. Und dann aktivieren wir als nächstes das Muladhara Chakra, ganz unten, Beckenboden. Wenn du jetzt nur eine leichte Gegenbewegung in der Wirbelsäule brauchst, nach der Rückbeuge komm in eine leichte Katze. Einige kurze Atemzüge lang. Ansonsten kannst du auch schon gleich direkt nach hinten kommen. Fersensitz.
Und dann weiter in den Drehsitz. Füße nach rechts und dann den rechten Fuß über das Knie, entweder mit linken Bein ausgestreckt oder angewinkelt. Ardha Matsyendrasana. Matsyendrasana, das ist die Stellung des großen Meisters, wenn man so mag. Und wir spüren jetzt ganz unten zum Beckenboden und in weiterer Folge rauf zum Ajna Chakra, Mitte der Stirn. Und einatmen, rechten Arm nach oben, ausatmen, rechte Hand ablegen, linken Arm platzieren, entweder zum Fußgelenk oder zum Knie, schau, wo es angenehm ist. Dann komme in den Drehsitz, blick leicht nach rechts über die Schulter. Konzentration bis ganz nach unten, ans unterste Ende der Wirbelsäule, Beckenboden. Muladhara Chakra, die Erdung, das Erdelement. Steht für Beständigkeit und Ruhe. Farbe gelb. Dann löse langsam. Rechten Arm nach oben und nach vorne. Seite wechseln. Rechtes Bein anwinkeln, linker Fuß steigt drüber. Stolz geschwellte Brust, einatmen, linken Arm nach oben und nach hinten ablegen. Rechten Arm zum Fußgelenk oder zum Knie. Blick leicht nach links über die Schulter. Konzentration zum untersten Ende der Wirbelsäule. Muladhara Chakra. Stell dir vor, du spürst ganz intensiv in den Bereich. Was kannst du da wahrnehmen? Dann löse langsam, linken Arm nach oben und vorne ausatmen. Wir kommen als nächstes weiter zu einer neuen Asana. Zieh die Füße heran. Und zwar ist es der Pfau, Mayurasana. Und den üben wir heute in einer Variante. Wenn es unangenehm ist, dann bleib entweder in der tiefen Hocke oder übe in der Zwischenzeit die Katze. Und zwar für den Pfau ist es wichtig, dass wir jetzt die Handgelenke aufwärmen als nächstes. Es gibt jetzt verschiedene Varianten, in den Pfau zu kommen. Der Pfau ist deswegen sehr machtvoll, weil er die Hauptschlagader, die Aorta, kurz abdrückt und dann wieder öffnet. Das heißt, das Blut wird kurz gestaut und dann wieder geöffnet. Das hat einen sehr stark energetisierenden Effekt im Energiekörper, der Chakren jetzt, und auf im Bereich der Leber. Die Leber wird gereinigt, die Bauchspeicheldrüse ebenso.
Und der Pfau wirkt jetzt sehr stark aktivierend. Das heißt, speziell am Morgen zum Beispiel empfiehlt es sich, den Pfau zu üben. Oder immer dann, wenn man schnell viel Energie braucht. Ja, warum braucht man das nicht? Und dann, ähnlich wie in der Krähe, nur legen wir jetzt einmal die Fingerspitzen nach hinten im Pfau. Dann bringt es die Knie einmal nach unten. Und wandert mit den Knien jetzt seitlich in diese Öffnung hinein, so dass ihr dann die Hände zwischen den Knien habt. Und als nächstes ist jetzt die Aufgabe, wir machen gleich den vollen Pfau, außer du kannst den Pfau schon, dann kannst du schon gleich in den ganzen Pfau kommen. Ansonsten versuch jetzt als nächstes einmal die Ellbogen in Richtung Bauch, Bauchnabel zu bringen und gleichzeitig das Kinn vorne abzulegen. Das ist jetzt die Schwierigkeit. Das heißt, ruhig die Arme schön beugen und dann mit dem Kinn nach unten kommen. Und im nächsten Schritt versuchen wir, die Knie und die Füße abzuheben. Und dann sind wir schon in einem Vorstudium jetzt zum Pfau. Kinn ablegen. Und die Beine kurz heben. Wenn das funktioniert, oder wenn ihr schon fortgeschrittener übt, könnt ihr auch im Pfau die Beine ausstrecken nach hinten. Und wer das auch schon länger übt, kann einmal versuchen, im Pfau die Beine nach oben zu bringen. Verschiedene Varianten jetzt, aber die erste natürlich geeignet für Anfänger, um einmal heranzuspüren, wie es ist, wenn man da den Druck jetzt am Bauch hat. Und dann atme aus. Das erste Mal Mayurasana. Und dann kommt man wie als nächstes in die stehende Vorwärtsbeuge, die 11. Stellung in der Grundreihe. Mal nach oben, Becken nach oben. Und jetzt lass die Arme ganz locker. Dann bist du in der stehenden Vorwärtsbeuge. Padmasana. Atme aus, lass den Kopf ganz locker, nicht so wie ich jetzt auf dem Video. Ich kann den Kopf nicht ganz locker lassen, sonst berühre ich das Mikrofon. Und streck die Beine so weit durch wie angenehm. Konzentration als nächstes zum Beckenboden, Muladhara Chakra. Beständigkeit und Ruhe, Erdung. Lass den Kopf locker, entspanne das Gesicht. Dann richte dich langsam auf. Mit einem möglichst geraden Rücken kommen wir dann zur letzten von unseren 12 Stellungen in der Grundreihe. Und das ist das Dreieck Trikonasana. Oder Trikonasana, hört man auch manchmal. Sehr viele Möglichkeiten. Füße, so weit wie es angenehm ist. Im Idealfall so weit, wenn wir jetzt die Arme ausstrecken. Und Trikonasana üben wir deswegen zum Schluss, weil wir diese Energien, die wir da jetzt aktiviert haben, über diese Konzentration auf das Chakra,
Die Energien werden jetzt wieder harmonisiert. Und das funktioniert mittels Trikonasana, dem Dreieck. Atme ein, bring den linken Arm nach oben und dann ausatmen, langsam die rechte Hand nach unten zum Knie. Geh so weit in das Dreieck, wie es heute für dich angenehm ist. Und suche nur die Dehnung in der linken Flanke, indem du die Fingerspitzen nur stark nach oben und vorne drückst oder vielleicht einmal die Handfläche nach oben gibst. Atme tief ein und aus. Und dann einatmen, richte dich langsam auf, ausatmen, linken Arm ablegen. Einatmen, rechten Arm nach oben und ausatmen, jetzt langsam mit der linken Hand zum linken Knie hinunter. Streck dich mit den rechten Fingerspitzen wieder nach oben in den Raum oder du öffnest nur mal die Handfläche nach oben. Spür dann die Dehnung rechts hinten in der Flanke oder auch bei der Taille. Und einatmen, nach oben, ausatmen, beide Arme locker lassen. So, das war der Fokus heute auf den Chakren. Wir kommen als nächstes in die Tiefenentspannung. Schaut nur, dass eure Fenster aufmacht, eure Katzen und eure Kater wieder hereinlasst. Nicht, dass sie dann nachher irgendwelche Schneeflocken und Eiszapfen im Gesicht haben. Balu? Und kommt's nach unten. Zur Endentspannung. Nehmt euch wieder eine Decke. Wir spannen nur kurz an. Es gleichmäßig und entspannt ablegen. Und dann das rechte Bein heben, die rechte Ferse wegdrücken, Wade anspannen und langsam locker lassen. Linkes Bein heben, linke Ferse wegdrücken, Wade anspannen und locker lassen. Als nächstes das Gesäß nach oben bringen, fest das Gesäß anspannen und locker lassen. Die Schulterblätter fest in die Matte drücken, Brustkorb nach oben wölben, so weit wie möglich. Weiter schaffen im Brustkorb und ausatmen, locker lassen. Die Arme nach oben ausstrecken, zu Fäusten die Hände ballen, fest anspannen, Bizeps, Trizeps, anspannen, anspannen, Schultern dabei entspannen lassen, wenn möglich. Und ausatmen, ablegen. Es folgt das Zitronengesicht, Gesicht fest anspannen, dann den Oberkörper nach oben bringen, die Arme nach oben ausstrecken, zu Fäusten ballen und die Füße, die Beine nach oben strecken. Alles anspannen, die ganze Vorderseite des Körpers und die Rückseite. Alles, was möglich ist. Anspannen, 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 Zitronengesicht, anspannen, anspannen und langsam, so langsam wie möglich ablegen und locker lassen. Schau nur, dass du gut liegst, vor allem, dass du gerade bist. Es ist immer nur die Möglichkeit, dass du den Körper jetzt einrichtest, wenn du irgendwo eine Asymmetrie hast oder eine Krümmung in der Wirbelsäule oder wenn ein Fuß kürzer ist wie der andere. Schau, dass du dich möglichst exakt symmetrisch ablegst. Zieh dann das Kinn heran zur Brust. Richte auch den Kopf nochmal so gerade ein, wie möglich. Du kannst da nur die Hände zur Hilfe nehmen. Und dann
Komme in die Entspannung. Ich entspanne meine Füße und meine Beine. Meine Füße und meine Beine sind vollkommen entspannt. Ich entspanne mein Gesäß. Mein Gesäß ist vollkommen entspannt. Ich entspanne meinen gesamten Oberkörper. Mein gesamter Oberkörper ist vollkommen entspannt. Ich entspanne meine Hände, Finger und Arme. Hände, Finger und Arme sind vollkommen entspannt. Ich entspanne meine Schultern. Meine Schultern sind vollkommen entspannt. Ich entspanne meinen Hals und meinen Nacken. Mein Hals und mein Nacken sind vollkommen entspannt. Ich entspanne das Kiefer. Mund, die Zunge, die Nase, die Augen, die Augenbrauen. Ich entspanne die Schläfen, die Stirn. Ich entspanne den Scheitel und die Ohren. Stell dir einen friedlichen Ort in der Natur vor. Rieche den Regen, spür die Wärme. Lausche den Geräuschen der Tiere. Und bleib hier einige Momente in Stille.
langsam Hände, Finger, Zehen, Füße in kleinen Kreisen. Ich bin dankbar. Lass die Kreise größer werden. Dehne dich, strecke dich, gähne. Komm wieder auf der Matte an. Und dann nach oben in einen Kreuzsitz deiner Wahl, Schneidersitz, Sukhasana oder Knie nach unten, Muktasana oder einen Fuß nach oben, entweder zur Wade oder zum Oberschenkel, Siddhasana. Da ist normal, dass das Knie dann abhebt. Das kann man nur unterstützen, aber an und für sich passt es so. Wir singen dreimal Om zum Schluss. Shanti, Shanti, Shanti. Om Frieden, Frieden, Frieden. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaji Ki Jai. Om Shri Vishnu Devananda Maharaj Ki Jai. Das zweite war noch das, der Gruß an Vishnu Devananda. Das war der Schüler vom Swami Shivananda. Ja, das war die heutige Stunde. Ich hoffe, euch hat's gefallen.